Ja, moin! Meine Stimme ist noch nicht ganz da. Es ist für mich sehr, sehr früh am Morgen. Ich werde heute Toms Zimmer umgestalten, weil er sich entschlossen hat, ein Face-Reveal zu machen. Und ja, da dachte ich mir, da werde ich doch direkt die Gelegenheit beim Shop verpacken, ihm ein Aufnahmezimmer einrichten und euch dabei mitnehmen. Er weiß das allerdings noch nicht. Er weiß, dass er ein Face-Reveal bekommt, aber er weiß nicht wann. Er weiß nicht, dass es heute ist und er weiß nicht, dass ich jetzt gleich vorbeikomme, um sein Zimmer umzuräumen. Aber es wird super werden, denke ich, hoffe ich. Mein Auto ist auf jeden Fall voll mit Kram für sein Aufnahmezimmer und er bekommt auch einen Schreibtisch von mir. Ich bin gespannt, wie das alles aussehen wird. Ich weiß noch nicht, wie groß das da ist, ob dann alles reinpasst. Es wird chaotisch auf jeden Fall, aber wir fahren jetzt erstmal noch zu IKEA, weil ich noch ein paar Sachen holen muss. Bis dann. Ich bin jetzt gerade bei IKEA angekommen. Ich habe hier Sachen vorbestellt, aber ich werde auch noch mal reingehen, weil ich noch nach ein paar Dingen dann suchen wollte. Mal gucken, ob ich alles finde. Ich habe auch mega Hunger. Ich habe noch nichts gegessen heute. Das werde ich jetzt gleich noch machen. Ich hoffe, dass alle Sachen, die ich zur Abholung bestellt habe, hier sind. Die hole ich jetzt als erstes ab, packe die ins Auto, dann gehe ich zu IKEA rein, esse was, dann hole ich die Sachen und dann geht's ab zu Tom. Kurzer Beweis, bin wirklich hier. Das habe ich ihm zu Weihnachten geschenkt. Alles da, let's go. Ich habe alles einmal umgeräumt und einen neuen Tisch und eine neue Kamera. Dann habe ich eben noch so ein bisschen Schnickschnack gekauft und alles mal eingerichtet. Ich zeige euch das auch gleich nochmal alles in der Nahaufnahme. Und der Bruder von Tom meinte, dass er gleich da ist. Also, dass er gleich mit Tom wieder zurück ist. Und ich hoffe einfach nur, dass es ihm gefällt und dass er nicht sauer ist. Dass ich mehr oder weniger ein bisschen hier eingebrochen bin. Also, ich bin nicht eingebrochen. Mich hat jemand reingelassen. Deshalb habe ich jetzt nur so viel ein schlechtes Gewissen. Aber ich hoffe einfach, dass es ihm gefällt. Und ich hoffe, dass er dann richtig Bock hat, Videos aufzunehmen mit uns, mit Facecam. Und dann seht ihr jetzt auch gleich Tom. Ich werde einfach jetzt die Kamera hier platzieren und dann hoffentlich direkt seine Reaktion einfangen. Wir sehen uns. Überraschung, Tom! Wow. Du hast ja gesagt, du möchtest jetzt ein Face-Reveal machen. Das ist jetzt dein offizielles Face-Reveal. Man sieht halt nur deinen Hinterkopf. Und da dachte ich mir, da wäre doch ein schönes Aufnahmestudio nicht schlecht. Du hattest ja vorher auch schon ein Setup für euren anderen Kanal, der YourGame. Punkt heißt, nicht wahr? Ja, korrekt. Aber bei weitem nicht sowas. Wow, wie krass. Das hast du ganz allein gemacht. Ja, also ich wurde. Also schön, dass du auch überhaupt. Du bist hier reingekommen. Also, ja, ich muss mir das erstmal alles angucken. Ja, ich habe deinen Bruder gefragt, der hat mich reingelassen. Gut, ne? Das ist richtig gut geworden. Ich finde auch, es sieht sehr schön aus. Vielen Dank. Also, Dankeschön. Ich hoffe, da hast du dann richtig Spaß hier drin aufzunehmen. Ja, selbstverständlich. Du hast jetzt auch eine ordentliche Kamera und nicht mehr deine Wurst-Webcam, mit der du sonst immer aufgenommen hast. Ja, und hier oben habe ich dir noch eine nette Nachricht hinterlassen. Ich finde das nett, den Zettel habe ich vorher hier so gefunden und ich dachte mir, ich rahme den ein, weil da steht halt auch drauf, dass du das geschrieben hast. Ja, und, das war auch nicht. Ja, das dachte ich mir, dass du das geschrieben hast. Nee, aber also stimmt ja auch, wenn ich mir das hier so angucke. Ja, stimmt. Wow. Vollkommen korrekt. Vielen, vielen Dank. Ich habe auch nichts großartig rausgenommen, was vorher drin stand. Ja. Ich habe es nur ein bisschen umgestellt und ein bisschen was hinzugefügt. Und ich dachte mir, dieses Mewtwo, schon alleine, weil ich es dir geschenkt habe. Das verdient einen extra Platz. Ja, absolut. Ja, auf jeden Fall. Deshalb steht das jetzt da. Hier seht ihr auch noch das andere Weihnachtsgeschenk von Khan. Das Kobe Bryant Buch. Alles wohlwissend platziert. Ja, naja, fast.
Freust du dich? Ja, ich freue mich. Dann ist das jetzt das offizielle Face-Reveal von Tom. Das ist Tom. Tom, stell dich doch mal bitte vor. Ja. Setz dich doch mal an deinen Platz. Okay. Und dann kannst du dich einmal vorstellen. Kann ich vorstellen? Ja. Was wollen die Leute denn wissen? Naja, das erzähl einfach, alles, was du willst. Alles. Was ich möchte. Ja, ja, aber ich habe ja schon im Q&A viel erzählt. Also ich bin 24, bin jetzt seit November dabei. Mhm. Ich mache selber nebenbei ein bisschen YouTube, wie ihr jetzt gehört habt. Und ab jetzt könnt ihr sehen, wie ich in Mario Kart mich gelegentlich auch mal aufrege. Sehr gut, ausgezeichnet. Hervorragend. Und anscheinend ist Tom auch ein wahrer Motorsport-Fan. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, und das ist sein neues Setup. Ich finde es sehr schick. Richtig, richtig schön geworden, wirklich. Ja, ich bin froh, dass das alles hier reingepasst hat, weil ich hatte keine Maße oder so. Ich habe es einfach mal hier reingestellt. Einfach mal frei Schnauze gekauft, aber hat funktioniert, würde ich sagen. Und ich habe dir den ganzen Müll übrigens auch einfach nur da vorne hingestellt. Sehr nett, den kannst danke. Du dann weg. Dachte mir, das mache ich jetzt nicht. Aber schön, dass es dir gefällt, Tom. Nee, ist wirklich richtig, richtig gut geworden. Freut mich. Vielen Dank. Sehr gerne. Habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Sieht auch richtig cool aus. Ich bin sehr zufrieden damit. Das hier sind so Akustikpanels. Ich bin auch ein bisschen dreckig, weil ich habe ein bisschen gearbeitet gerade. Ja, hier haben wir ein PlayStation-Symbol und Super Mario. Und da haben wir Star Wars und da haben wir Pokémon. Da haben wir Basketball, nicht Baseball. Da ist noch mehr Lego und Switch und ein fast fertig aufgebautes Lego. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Das ist okay, du hast hier sehr viele fertig aufgebaute Legos auch. Sehr schön. Nee, es wird richtig, richtig gut geworden. Hat eigentlich irgendein Zuschauer verraten, was ich vorhabe heute? Nee, ich wusste gar nichts. Hervorragend. Denn ich habe das im Livestream. Erzählt? Ja, ich habe es im Livestream erzählt und ich habe aber gesagt, es darf dir keiner verraten. Nee, ist Mann, tatsächlich nicht passiert. Ach, sehr gut. Herausragend. Hat funktioniert. Freut mich. Also, das ist Tom. Das ist jetzt offiziell Toms Face Reveal. Das ist Tom. Toms neues Aufnahmestudio ist das. Das seht ihr jetzt nochmal in den Aufnahmen. So, ich bin wieder zu Hause. Ihr habt jetzt auch Tom kennengelernt. Und falls ihr möchtet, Tom hat noch einen YouTube-Kanal, den er mit einem Freund von sich betreibt. Da könnt ihr natürlich auch gerne mal vorbeischauen. Der ist in der Infobox verlinkt. Und bei ihm auf Instagram könnt ihr natürlich auch reinschauen. Ich glaube, da hat er nur noch nichts gepostet. Aber ich verlinke alle Socials mal in der Infobox. Und ich hoffe, dass ihr heute wieder Spaß hattet. Ich hoffe, dass ihr euch auf die nächsten Videos freut. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als Ciao.